Komm. Ach, kacke, jetzt habe ich kein Mana mehr. Okay, ciao. Soll ich es wagen? Obwohl, ich werde jetzt... Ich lade jetzt mein Mana auf. Dann renne ich mit meinem Overlord rein. Auf... versuche dem Riesen auszuweichen. Und hau auf den... auf die Typen drauf und ja. Mal schauen, ob es klappt. Mit etwas Glück kriege ich so auch einen... einen Bomber weg. Das wäre doch... famos. Ach, da oben sind auch noch welche. Quams. Ja, haben wir doch schon mal einen weggekriegt. Ist doch nicht schlecht. Hihi. Das tut mir hier weh. Explodiert er jetzt nicht? So, jetzt explodiert. Schön. Ach, ich muss den Riesen jetzt gleich nachher da reinlocken, in dieses Ding. Okay, machen wir mal. Wieso? Wieso? Oh, wie viele Bombermänner sind... Bombermänner. Bomber, ja doch. Wie viele Bombermänner sind denn das überhaupt? Das gibt's doch gar nicht. Bleibt er hängen? Nein! Ach du Arsch! Ah du Arsch! Oh du Arsch! Jetzt muss ich ihn erstmal irgendwo gegenlocken. Du schaffst es! Och, Riese, du bist... du bist doch doof, du. Blablabla. Hier rein. Kannst du den nicht ziehen? Aber ich glaube, die Bombe sollte auch ausreichen. Ja, sehr schön. What? Oh, jawohl, er hängt an dem Vorsprung fest. Weiterhin an dem Vorsprung fesseln. Zu ihm. Ja. Wow. Ich höre eine Bombe. Aber ich sehe sie nicht. Oh! Have you seen it? Hey! Hier! Hier du! Jetzt müssen wir ihn direkt in den Vorsprung bringen. Auf ihn mit Gebrüll! Glüm! Yeah, sehr schön! Ich will nicht Scheiße! Prächtig sein! Ich meine, kann ich für euch prächtig sein? Sagt mir einfach, was ich für euch töten soll! Die Bomben, Heinis! Scheiße, lauf, 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 lauf!
Ah ja, die Zivilbevölkerung ist wieder verschwunden, weil wir aus dem Ding abgehauen sind. Hilfe. Jetzt kann ich bitte einfach mal hier weitermachen. Ach, bitte, Gnall. Was? Woher wisst ihr? Moment, jetzt erkenne ich eure Stimme. Rosa, die ehemalige Mätresse Rosa. Jetzt natürlich Frau Marius. Na toll. Glaubt ihr bloß nicht, sie ist eine hinterhältige Verräterin. Hat sie eine Brille auf? Oder ist das einfach bloß ein Lichtblitz-Bug-Dings? Na, wer ist nochmal? Du bist zu groß im Berufen. Ich habe es immer gewusst. Ja, toll. Das Kaiserreich muss die Chance erhalten, hier für etwas Ordnung und Disziplin zu sorgen. Ich dachte, Solarius wäre ein guter Herrscher. Aber Macht verdirbt jeden Charakter. Ah, darum geht es doch. Das Böse. Sie hat doch dieselbe Stimme wie Kelda, oder? Seine Macht ist zu groß. Sie wird instabil. Er wird instabil. Es ist ja nur noch Unkraut, das über das Land wuchert, das er neu aufbauen sollte. Unkraut, das vernichtet werden muss. Ausradiert. Ja, kann ich jetzt bitte weitermachen? Das ist doch jetzt eine interessante Aufgabe für dich. Ich muss gehen. Marius ruft nach mir. Schwer zu sagen, ob es für uns, für Solarius oder für sich selbst handelt. Dreckiges Weibstück. Als ob es nicht schon schlimm genug wäre, dass sie euch der Schergen und eures Geburtsrechts beraubt hat. Genau, ja, das finde ich jetzt voll nicht okay. Das macht mir aber ehrlich gesagt echt wenig aus. Zerstörung, 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 Zerstörung. Totale Vernichtung! Zischzieh? Ich bin mir gerade echt nicht sicher. By the way! Wenn man dem Ganzen jetzt so noch so einen Sith-Charakter geben würde, würde es aussehen wie Rom. Ehrlich, also, ich war überrascht, wie... Ich war negativ überrascht, wie ekelhaft diese ganzen... Wie ekelhaft diese ganzen... Ich sehe nichts mehr. Also wie versifft Italien an sich war, das war... Ich war ja in Italien, Studienfahrt. Bulletin habe ich ja gepostet. Und es war echt unschön, also... Beeindruckende Bauwerke und alles, also so die antiken Sachen, aber an sich porthässlich. Also, richtig ekelhaft versifft, das war echt nicht schön. Fuck. Nein. Schnell, wiederbeleben. Nein. Ich hab so gewusst, dass sowas passiert. Es war so klar, das musste ja kommen. Ich hab jetzt wieder... ...ein Großteil meiner Armee eingebüßt. Das ist... Wozu habe ich die gerade eben noch hier belebt? Was für ein Scheiß! Kacke, Alter! Alter! Hinten noch. Was ist denn für eine Motivation, da hinten zu gehen? Ach so. Ach, das kann man auch einfach zerstören. Oh. Warte, das sind rote. Kotzt mich jetzt an. Oh Mann. So ein Mist. Warte, wohin geht's hier? Ach, Sandzeug ging nicht. Was auch immer man jetzt noch mit Gold soll, also. Egal.
Also ich denke, ich finde, das kann man auch irgendwie als kleines Indiz werten, dass es danach noch weitergeht, weil... Mal ehrlich. Die meisten würden ja jetzt das Spiel durchspielen. Um die komme ich nicht persönlich. Beziehungsweise ich mache überhaupt nichts, weil ich halt nicht an die rankomme. Tolle Wurst. Ach so. Komm, wirf mal hierher. Wirf mal hierher. Ach, jetzt. Jetzt hat er mich erwischt. Wirf mal hierher. Nein. Na. Fuck. Es klappt nicht. Ich hasse sowas. Aber Ziel nicht. Wir warten auf die nächste, die so da in die Mitte der Tür werfen. Der Treppe meine ich. Oh, fuck. Jetzt hat er gerade nichts gemacht. Also ich habe geklickt. Los! Schnell! Fuck! Ich hasse sowas. Los! Schnell! Schnell! Scheiße! Aber zum Glück habe ich rote Omas. Kacke, das wird wieder nichts, oder? Fuck. Mann! Hey! Die Zeit ist doch elends knapp. Friedhof der Kuscheltiere da. Muss ich aufspringen, ne? Oh ne, auch noch Feuerschützen. Ich kann kotzen. Kann ich nicht irgendwo hoch irgendwie? Irgendwie, irgendwann, bla bla. Wie macht man das? Und die zielen ja nicht. Ich stelle mich jetzt... Man muss sich halt echt hier irgendwie in den Gefahrenbereich stellen. Los! Hopp! 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 Ja, gut. Okay. Holen wir uns nochmal für ein Foto nach. Schüttel grad. Verärgert meinen Kopf. Ach, das ist doch so Mist. Ach. Und man kann auch nicht sprinten. So, ich warte jetzt, bis sie die ganzen Bomben da geworfen haben. Und die dann explodiert sind. Oder ich kann einfach suchen. Feuerangriff! Oh Gott, machen die Schaden! Boah! Zerstört diese Zelte. Ey, die können wir doch früher mal zerstören. Haben sie doch früher mal zerstört. Okay. Da. Da.
Ist ja nix. Nö, ich seh echt nichts. Schauen wir uns mal den Platz an. Ja. Doofer Versuch. Doof da reinzukommen. Schwierig, aber einfach nur doof. Hat ja auch alles gut. Ja, es gibt irgendwie immer einen, der trotz allem noch stärker wird. Aber das ist auch gut. Goldscheißig. Beziehungsweise ich ignoriere das Gold. Das klingt feiner. Hallo? Ich wette, hätten wir das alles in einem Rutsch gemacht, wären hier so viele normale Römer. Also nicht Krieger. Ich würde wahrscheinlich nicht mehr durchkommen hier. Aber so haben wir den Vorteil, wir haben nicht noch zusätzlich diese nervigen Typen, die dann von der Magie hier verdorben werden. Ergo haben wir uns das Spiel hier jetzt gerade total erleichtert. Wow. Ja, wie kommen wir jetzt an die letzte daran? Dum dum du du dum du. Ja, da müssen wir hin, aber da kommen wir ja eigentlich nicht durch, weil da ja Trümmer liegen. Also, hä? Also jetzt hier irgendwie in der Stadt ist das Aufgebot an Truppen doch recht gering. Ach so, von hier aus komme ich da hin. Also irgendwie, das macht mich jetzt hier gerade ein bisschen misstrauisch. Oh ja, die Musik ist toll. So eine Spawn. Das kennst du als ja ein Spawn. Und das gefällt mir nicht. So. Alle. Gibt's hier irgendwie noch Waffen, die ihr haben könnt? Euch holen könnt? Kommt schon. Dum 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 d